Hat es gedonnert? Da sieht es ziemlich dunkel aus. Und gleich kommt das Gewitter und dann fliegt alles hier durch die Gegend. Bei dem Regen geht das nicht. Moin, wie haben Sie den Sturm denn überstanden? Was? Da sind einfach Delfine. Das Gewitter von gestern Abend ist gut überstanden. Wir hatten wirklich Böen bis 30 Knoten. Das war der Hammer. Ich glaube, wir haben noch nie so ein Gewitter irgendwie vor Anker erlebt. Es war aber cool zu sehen, dass unser Anker hält, dass wir ruhig bleiben, dass alles irgendwie klappt. Das war schön. Jetzt ist die Nacht überstanden. Die war ein bisschen windiger. Heute ist es komplett windstill. Wir haben deshalb den Tag genutzt zu arbeiten. Es hat nämlich auch geregnet in Strömen. Jetzt ist es aber ein bisschen aufgeklärt und ein bisschen Wind ist zurück. Und Marlene hat sich dazu entschieden, ja, lass doch einfach jetzt mal lossegeln. Es ist 19 Uhr, richtig schöne Segelzeit. Es ist lange hell. Und es ist natürlich abends lange hell. Also werden wir jetzt wahrscheinlich uns Richtung A Coruña aufmachen. Deshalb wird es jetzt der letzte Segelturn, den wir wahrscheinlich machen, bevor es nach Deutschland geht. Let's go! Wir sind ready. Jetzt setzen wir die Segel und legen ohne Motor ab oder holen. Hat es gedonnert? Ja. Alright, vielleicht legen wir doch nicht ab, weil es gedonnert hat. Wollen wir das mal eben checken? Ja, würde ich vorschlagen. Oh, Mann, ey. Wie ärgerlich war das denn jetzt? Das wäre krass, ne? Wir haben gestern entdeckt, dass es so wie bei Regenradar so eine Gewittervorhersage gibt. Also so, wo man die Gewittergebiete so übers Land ziehen sieht bei Windy. Und das checke ich jetzt mal eben. Die Gewitterzellen. Wir müssen es kurz besprechen, Leute. Es ist nirgendwo Wind vorhergesagt und ich glaube, die Wettermodelle sind so gut, dass du auf jeden Fall ein Gewitter jetzt wissen würdest, dass es in einer Stunde kommt. Ja. Oder? Ja. Weil das gestern war vorhergesagt. Let's do it! Ja? Ja. Okay. Und wenn 30 Knoten kommen, dann machen wir die Segel runter und chillen kurz. So, es geht ja auch schnell wieder vorbei, oder? Ja. Wenn man da nicht gerade in der Hafeneinfahrt ist. Gut. Mal gucken, ob die Ankerwinch geht. Wir haben immer so ein paar Schäkel hier, um so verschiedene Ketten, die wir irgendwo herbekommen haben und so, zu verbinden. Und die laufen immer nicht so ganz nice über die Rolle vorne und über die Anfahrt und so. Deswegen muss man das immer so ein bisschen führen, aber ist ja alles gut. Die Kette nehme ich, die da unten, die nicht rostige, mega geil. Das sind, glaube ich, 30 Meter oder 50 oder so. Haben wir einfach geschenkt bekommen. Ich meine, sowas kostet, glaube ich, sonst richtig viel Geld. Und die Leute, die uns das geschenkt haben, haben das einfach nicht mehr benötigt. Super krass. Oh, jetzt will sie nicht mehr. Das hatte die gestern auch. Aber ich glaube, das ist nur der Knopf hier, der einen Wackelkontakt hat. Hier ist auch voll das Wasser drin. Okay, raus geht's aus der Ankerbucht. Können wir schon eine Halse machen? Ich denke, ja. Okay. Steuer und Film? Oder vielleicht auch noch nicht, I don't know. Doch. Lass uns erstmal nur den Baum rumholen und dann fahren wir mit Schmetterling, weißt du? Simmer. Dann würde ich gerne, dass du das Steuer anpasst, bitte.
hoffentlich. Vielleicht gehst du direkt da auf die Antenne, dann müssen wir hier rum. Ah, wir könnten das Schwert hoch machen, dann können wir auf jeden Fall noch höher ran und haben trotzdem eine höhere Abdrift. Den besten Segeltouren, den wir seitdem wir in Spanien sind, essen wir ultra oft so Tapas, so Snacks, weil das ist einfach die spanische Vibe. It's a Vibe! Juhu. Und gleich kommt das Gewitter und dann fliegt alles hier durch die Gegend! Ja, sieht so aus, kommen. Nein. Everything easy. Leute, der Regen ist so ein Spielverderber. Wir hatten so schön Tapas draußen. Und jetzt fängt es an zu regnen. Mal gucken, ob da noch dazu auf den Wind kommt. Oder das Gewitter. Aber da vorne kann man auf den offenen Atlantik gucken. Da sieht es ziemlich dunkel aus. Aber eher so nach Regen. Und das ist jetzt schon komplett vorbeigezogen. Das war gerade noch links vom Schiff. Ja. Und jetzt ist es schon da und es wird schon wieder viel heller. Windrichtung hat sich auch nicht gedreht. Abgesehen vom Regen ist es einfach so genau mein Segeln. Ne? Dieses durch enge Fahrwasser, wo es einfach so richtig glattes Wasser ist, keine Welle und das Schiff nur so wie auf Schienen. So ja, wo es am Wind so richtig schön läuft. Ja, auf jeden Fall. Wo es am Wind einfach am meisten Spaß macht. Ja. Das ist ja, wenn Welle ist, nicht so. Ich weiß, was für ein Vibe, das ist ein Norwegen-Vibe. Ja, auch Schweden und so. Du hast aber kurze Hose an. Ja, aber dann Schweden halt. Also dieses, ja, keine Welle und so. Und ja, manche sagen jetzt vielleicht, ja, das hat aber nicht viel mit Segeln zu tun und so. Ja, ist aber mein Ding. Und das auch, ne? Ja, ich lieb's. Ja, es ist vor allen Dingen, wenn es dazu Food gibt. Ja, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Segeln ihr so am liebsten mögt. Welcher Kurs, welches Wetter. Genau, welches Wetter, welcher Kurs, welche Wellenhöhe, welche Windstärke. Bei uns ist es auf jeden Fall. Also bei wenig Welle kann es ruhig mehr Wind sein. Ja, so 4-5 würde ich sagen. Aber so ist es gemütlich. Aber Wellen halt bitte schon nur so 0,2 oder so. Ich fühle sehr, wenn hier so Untiefen sind und schmal und durchkreuzen, dieses im Hafen unter Segeln anlegen oder ablegen, so diese kleinen Sachen unter Segeln, diese feinfühligen Sachen, das fühle ich sehr. Und da sind manche ja voll raus, die sagen, ich will auf hoher See einmal Segel einstellen und zack. Und ich liebe das, wenn die Winde sich ändern und ich so ganz viel so Kleinkram machen muss und so. Das ist süß. Ja. Ganz kurz, bevor das Video weitergeht, wollen wir euch Koro, unserem Lebensmittel- und einzigen finanziellen Sponsor, vorstellen. Sie supporten uns und unser Abenteuer nun schon 2 Jahre und versorgen uns mit leckeren Lebensmitteln in Großverpackung. Wenn ihr auch Bock auf Lebensmittel in richtig guter Qualität habt, schaut gern bei korodrogerie.de vorbei. Mit unserem Code BOATLIFE gibt's dauerhaft 5% Rabatt. Wir sind wirklich überzeugt, guten Appetit und viel Spaß mit dem weiteren Video. Wir haben uns gerade gefragt, wie das bei diesen großen Schiffen ist, vor Anker, wenn richtig stark Wind kommt. Haben die so einen fetten Anker plus Kette, dass es wirklich dieses fette Schiff hält? Oder geben die immer ein bisschen vorwärts mit der Maschine? Also irgendwie so bei starken Winden. Jetzt so bei Schwachwind kann ich verstehen, dass sie dann einfach da auf der Stelle bleiben. Ja, auf jeden Fall. Was aber auch komisch ist, weil wie viele tausende Tonnen wiegt das? Und die Kette ist ja nicht ansatzweise so. Ja. Aber auf dem Wasser wiegt das ja, ist das ja auch nicht so schwer. Also Wasser hebt ja das Gewicht auf. Ja, aber ich weiß. Es ist einfach super interessant, wenn das irgendwie. Weil die Ankerketten von diesen Schiffen, die gehen auch einfach immer, die sind nie so richtig auf Spannung. Immer wenn man die sieht, gehen die Ketten so runter. Wie war das gestern bei dem Gewitter, bei den 30 Knoten, weißt du? Stimmt, wie war das für die? Frag ich mich auch. Wollen wir da mal anlegen und anklopfen? Moin! Wie war denn der starke Moin, wie haben Sie den Sturm denn überstanden?
Wir wollten mal hören, ob bei Ihnen alles gut ist an Bord. Brauchen Sie irgendwas? Diesel, Wasser, alles da. Tapas. Tapas. Ah, Tapas. Quiero, quiero. Wenn das wer weiß, schreibt es in die Kommentare. Bitte, ja, lasst uns teilhaben an eurem Wissen. Seid so frei. Wie geht das? Für mich immer noch ein Rätsel, dass ich schwimme. Ich sag ehrlich. Ist so, ne? Ja, aber bei dem noch nicht mal so, aber bei dem... Weil so hochgestapelte Tischschuhe sind. Ich verstehe es auch nicht. Und so Windangriffsflächen und so, das ist doch alles irgendwie mega übertrieben. Ein bisschen drüber. Ist einfach ein bisschen drüber. Und das hier, ist das ein bisschen drunter? Warte, unser Boot? Ja. Nee, das ist genau richtig. Ist genau richtig. Da sagst du was, das ist ein Schnack. Da hinten ist voll so gelb am Himmel, so wenn Smog. Lichtverschmutzung. Ja, Smog oder? Lichtverschmutzung. Umweltverschmutzung. Hä, nein, Umweltverschmutzung, das ist Smog. Das ist Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung am Tag. Bist du komisch? Es ist Dämmerung. Denn man sieht doch gar keine Licht. Das ist Stadtlicht. Nee. Das ist über Wasser, auf dem Meer. Das ist Smog, oder? In der Akronia. Nein. Zeig mir den Smog. Da. Ja, okay, Stadtsmog. Also doch Umweltverschmutzung. Ja. Zeit, Harte, Zeit, bist du weit? Da ist er. Die alte Knatterkiste. Was ist los mit dem Wind? Weg. Drei Knoten. Kommen jetzt von vorne, können unseren Kurs eh nicht mehr halten. Boah, dann werden wir wohl mal... Achso, ja, drei Knoten von vorne und wir machen ja auch 1,7 Knoten Fahrt, also... Ja, spiegelglattes Wasser, ne? Schade. Hoffentlich kommt er nochmal wieder. Wir können das jetzt aussitzen, aber... Okay. Du? Die Maschine ist jetzt aus und wir sind hier gerade an so diesem Kap von der Bucht. Die Schwelle ist ein bisschen da. Was? Da sind einfach Delfine. Oder Orcas. Siehst du? Ja. Oh. Hast du gesehen? Wow, wie groß sind die denn? Die sind groß. Hä? Oh, aber Anna, wow, da hinten auch. Hä, was geht hier denn gerade ab? Das... Oh. Und was, also... Hallo. Überall, wo man hinkommt, sind die. Ja, wahrscheinlich wirklich. Das war die beste Entscheidung abzulegen, bei der Lichtstimmung gerade. Da hinten, boah! Aber was ist das für ein Abenteuer? Da hinten geht einfach im Regen die Sonne unter. Oh, hey! Hey Gott! Hey, das ist so schön! Was ist das für ein letzter Turn? Ja. Es ist einfach wirklich... Wie kann es sein, dass die hier in diesem Ria unterwegs sind? Da hinten, überall, wo man hinkommt, am Horizont weit weg, sieht man Flossen. Das ist so krass. Ich habe immer komplette Gänsehaut. Was ist das für ein Abschied? Ja. Ich meine, wir werden jetzt 100 nicht mehr im Boot sein, aber das ist einfach wirklich... Das ist doch nicht von dieser Welt. Wieso ist es immer so, dass der Delfine immer kommt? Die machen mit Öl. Oh. Oh, und wie das jetzt nochmal läuft. Wie auf Schienen.
Oh mein Gott, die sind da ganz rausgesprungen. Diese fetten Tiere. Das sind doch einfach die größten Delfine, die wir bisher gesehen haben. Weißt du, was ich auch fühle? Dass es mega am Ström regnet und wir ignorieren es einfach komplett gekonnt. Leute, wir sind eigentlich schon am Hafen. Anna sagt Kursänderung auf die Tiere zu. Anna, von hinten kommen sie! Oha. Ein bisschen auf Segel muss man auch noch aufpassen. Wo hier eine Patenthalse machen. Oh, das regnet jetzt so krass, ich muss die Kamera wegpacken. Bei dem Regen geht das nicht. Aber ihr habt, glaube ich, genug Aufnahmen gesehen. Wow, wir melden uns, glaube ich, wenn wir im Hafen sind. Ist das geil. Es ist so epic, Mann. Es regnet in Strömen, wir treiben hier nur noch so rum vor A Coruña, unserem Meilenstein. Unser letzter Segeltörn. Hammergeiles Licht, als wäre das nicht genug. Kommen hier noch wilde Tiere. Noch einmal kurz, ich nehme in Kauf, dass die Kamera kaputt geht. Die springen gerade einfach vorne in seiner Bugrewelle immer so richtig hoch. Oh mein Gott. Aber seht ihr das? Ich brauche mein Zoom-Objektiv. Ja, hier vorne schaut auch noch wer auf. Ey, ihr merkt, ne? Egal wo ich hinfilme, überall sieht man eine Flosse. Und das ist sonst nie so. Wie happy bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 20! 20! Keine Sicht mehr! Ist hier vorne keine Sicht. Alles eigentlich nicht so nice. Aber es ist einfach geil. So, Segel wieder runter. Das war's für heute. Und erstmal für eine lange Zeit. Auf jeden Fall in unserem Zweier-Team bzw. Dreier-Team mit Tifandelli zusammen. Denn wir fahren nach Deutschland. Freunde von Bekannten von uns fahren mit dem Boot weiter. Einfach so als Urlaub. Wir freuen uns, dass es bewegt wird. Die haben eine gute Zeit auf dem Wasser. Und dann übernehmen wir das danach einfach wieder. Wahrscheinlich immer noch in Nordspanien, irgendwo in den Rias, also gar nicht so weit weg. Ja, Hammer. Das war jetzt ja gerade verzerrte Gefühle, was? Und jetzt der Himmel und wie es aufgeklettert nach diesem Platzregen. Das ist echt nicht normal. Ich sehe nicht. Also. Das ist auch zu viel. Ich verstehe das nicht. Und das ist halt Segeln. Das passiert dir nicht, wenn du drin bist, wenn du an einem Ort bleibst. Das passiert nur, wenn du dich bewegst, wenn du unterwegs bist. Wenn du auf dem Wasser auch, ne? Auf dem Wasser den Ort wechselst, wenn du segeln Das gehst. Passiert auch nicht auf einer Autobahn oder so. Das fährt nirgends. Das geht nur hier. Segeln. Auf so einer Schüssel. Joghurtschüssel. Welche? Hammer. Das ist das Wort zum Sonntag. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's mit dem Video. Ihr seid die beste Community, die wir uns vorstellen können. Wir haben das beste Leben hier, was wir uns vorstellen können. Adios. Lasst einen Kommentar da, einen Daumen hoch, ein Abo. Grüße gehen raus. Und schaut mal bei uns im Shop vorbei. Es gibt tolle Dinge dort einzukaufen, mit denen ihr uns unterstützt. Und dass wir weiter solche Videos produzieren können. Tschüss. Tschüss.